Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ich habe die letzte Prüfung bzw. die finale Aufgabe im zweiten DLC, die Ballade der Recken, geschafft. Beziehungsweise ihr seht hier, wie ich es geschafft habe. Ich zeige euch einmal in diesem Video den Schrein bzw. die Quest, die letzte Quest von Link im zweiten DLC beziehungsweise im Breath of the Wild. Ich vermute, dass da noch mehr kommt, aber wir kümmern uns jetzt erstmal um den zweiten DLC, die letzte Prüfung. Okay, wir sind hier wieder am Schrein des Lebens und müssen den Shika-Stein dort einsetzen, nachdem wir die vier Recken beziehungsweise die Vergangenheit der vier Recken erlebt haben, beziehungsweise gegen die Bosse nochmal antreten mussten aus den verschiedenen Titanen. Mussten wir zum Schrein des Lebens zurückkehren und stellen uns jetzt der letzten Prüfung in dem zweiten DLC. Ich habe auch ein bisschen rausgeschnitten, also nicht wundern, wenn ihr ein bisschen abgehakt ist, aber ich werde versuchen, euch das genau zu erklären. Also wir starten hier im Schrein des Lebens in dem Dungeon und hier sehen wir einmal den Überblick. Kompliziert ist es nicht, gibt eigentlich nur fünf Räume. Ein für die jeweils für die vier Recken mit Lava, Wind, Elektro und Wasser. Und dann einmal den Haupt, also das Haupt, ja, sagen wir mal den Flur, wo man dann zu den Vieren halt hinkommt. Vorne ist halt der Eingang, hinten ist der Ausgang, wo man dann gewinnt. Da stand noch ein Wächter im Weg, da habe ich mal eben kurz platt gemacht. Keine große Sache. Wir sind zuerst zum Lava-Bereich gegangen, beziehungsweise wir gehen jetzt zum Lava-Bereich. Ich musste mich erstmal ein bisschen orientieren. Zuerst holen wir uns hier die Karte, danach gehen wir zum Lava-Bereich. Ja, ist ja immer so, wenn man in einen neuen Dungeon kommt, muss man sich erstmal ein bisschen orientieren. Das ist die Karte vom Dungeon. Man kann die Rotierung ändern, einmal rechts rotierend oder links rotierend. Man braucht es auch in jedem Raum, ansonsten kommt man nicht durch. Ja, warte mal kurz, bis wir in dem Lava-Raum sind. Beziehungsweise hier gehen wir hoch. Da gehen wir den Propeller entlang zur Wand, die sich auch dreht. Dann gehen wir durch den Eingang rein, der jetzt jeden Moment kommt, und sehen dann den nächsten Raum. Hier stand ich auch erst ein bisschen, habe ich auch erst ein bisschen doof geguckt, weil ja, der erste Raum, man ist noch nicht bekannt mit dem Schema und ja, man muss es drehen, damit man darüber kommt. Da bin ich aber eigentlich, da bin ich froh, dass ich diesen Raum zuerst gemacht habe, weil in anderen Räumen war es wirklich schwieriger. Weil hier ist das klar, dass man das drehen muss, weil dann denkt man sich, hä, das musst du andersrum drehen, sonst komme ich da gar nicht drüber. Und dann kommt man direkt schon auf die Idee, ja, ich muss mal auf der Karte gucken, was kann der Dungeon eigentlich? Wer liest das schon? Also die meisten lesen das nicht. Ich lese meistens immer nur, wenn es irgendwie spannend ist, aber wenn so Dungeon-Beschreibung ist, lese ich das selten. Das mache ich hier ein bisschen schneller. Hier muss man halt die Kugel, die da rauskommt, immer mit der Dungeon-Drehung verbinden, dass man das dann zum anderen Ende kriegt. Also hier rollt das rein, das Ding. Jetzt muss man halt mit der Dungeon-Drehung dafür sorgen, dass das durchrollt. Bis zum Ende. Dann kann man die Kugel nehmen und zu seinem Platz bringen. Was ich auch gleich machen werde. In jedem Raum gibt es, soweit ich weiß, eine Kiste. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in jedem Raum eine geholt habe. Werden wir jetzt gleich noch sehen hier im Video. In diesem Raum habe ich die Kiste auf jeden Fall geholt. In den anderen Räumen bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Okay, dadurch da reinlegen in das Rohr. Das kennen wir ja schon von Varudania, also dem Lava-Dungeon. Da hatte man auch sowas, wo man die Kugel in so ein Rohr tun musste. Und dann kommen wir zum Kontrollsiegel. Die Kiste ist übrigens über dem Kontrollsiegel, also auf dem Dach da drauf. Da gehen wir jetzt auch sofort hin, aktivieren das Kontrollsiegel. Und ja, sehen, wie sich das erste Schloss der Tür entfernt. Alles in allem finde ich den Dungeon richtig nice. Also für alle, die den zweiten DLC nicht haben. Und den ersten auch nicht. Kann ich nur empfehlen, holt euch die zwei DLCs, ist richtig geil. Ja, wir kommen da drauf, indem wir einmal mit dem Tor mitfahren, damit wir auf das Dach springen können. Ist natürlich alles ein bisschen langwierig, aber ja, lange dauert es ja jetzt auch nicht. Für alle, die übrigens noch nicht die vier Recken, beziehungsweise die Schreine der vier Recken haben, habe ich Videos gemacht, jeweils für jeden Recken ein Video. Für alle, die Probleme haben mit den Bossen der Recken, da habe ich auch jeweils ein Video gemacht, also vier Videos. Und für alle,
die mal das Motorrad sehen wollen, habe ich auch ein Video gemacht. Einfach nur zum Rumcruisen ein bisschen. Ja. Immer wenn man ein Kontrollsiegel erledigt, dann kommen hier neue Monster in der Mitte. Diesmal sind es 4 kleine Wächter. Gleich kommen noch andere Monster. Ich will jetzt noch nicht spoilern. Auf jeden Fall ziemlich lustig. Kleines Kämpfchen mit denen treiben. Ich zeige euch hier, wie ich jeden einmal kille. Ansonsten sollte der Kampf eigentlich von selbst gehen. Wenn man die in die Lava schmeißt, sterben die auch, wie hier zu sehen. Kennt man ja schon von der Wildnis. Wenn man die ins Wasser schmeißt, sterben die auch. Die halten keine Naturerlebnisse aus, diese Viecher. Ja, als nächstes gehen wir in den Windraum. Man hätte jetzt auch irgendeinen anderen Raum machen können, aber ist ja Geschmackssache. Also vorne rechts, wenn ihr vom Eingang aus seht, habe ich erst den rechten gemacht und jetzt gehe ich nach oben rechts zu dem Windraum. Erstmal wollte ich hier oben drauf gehen und gucken, was da ist, weil ja, hätte ja was Wichtiges hier oben sein können, deswegen bin ich erstmal oben drauf gegangen. Weil da auch ein Wächter rumsteht. Erstmal gucken, was der so macht. Den haben wir auch. Den habe ich auch erstmal mal eben kurz besiegt. Auch keine große Sache, war zwar ein bisschen stärker der Wächter, aber naja, stark ist relativ. Also die einzigen starken Gegner hier in dem Spiel sind eigentlich die Flugwächter. Wenn man nicht unbedingt den mit Bombenfallen bekämpfen will. Ja, okay, stark sind die auch nicht wirklich, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Einmal drehen und platt. Ja, die goldenen Leuen sind natürlich stark, aber wenn man die richtige Technik hat, sind die auch nicht mehr so stark. Okay, hier haben wir einmal den Metallblock, den wir brauchen, um in den Windraum weiterzukommen. Den muss man einfach aus der Vorrichtung rausziehen und dann an einen anderen Platz einsetzen. Das seht ihr sofort. Ich habe den erstmal irgendwo hingestellt, damit ich den gleich wieder anheben kann. Genau, da ist noch eine Kiste. Also ich befinde mich gerade hinter dem Drehrad, wo wir gerade standen. 5 Bombenpfeile kann man immer gebrauchen. Und da oben muss man reinstellen. Da oben, wo das Weiße ist. Werde ich jetzt auch tun. Da habe ich es kurz hingeparkt. Da muss man das Metallding da reinschieben. Und dann das andere Metallding drüber stülpen, was da gegenüber ist. Das kann man dann noch nicht mal rausziehen, wenn es einmal steckt. Also falls ihr es für was anderes braucht, was ich nicht glaube. Aber dann könnt ihr es nicht mehr gebrauchen, wenn es einmal steckt. So, jetzt ist das auch drin. Und dann dreht sich das auch. Jetzt kommt man in den Windraum rein. Ja, ich muss mich immer ein bisschen orientieren, das sieht man hier auch oft. Ich möchte halt nichts übersehen, deswegen gucke ich dann lieber zweimal anstatt gar nicht. So, hier befindet sich ein riesen Windrad, was man mit der Rotierung ändern kann. Also wenn man es ändert, dann bläst das in die andere Richtung, also in die entgegengesetzte Richtung, entweder nach vorne oder nach hinten. Das wusste ich jetzt auch nicht, aber im Endeffekt bin ich dann doch drauf gekommen, weil sonst hätte der Raum einfach keinen Sinn gemacht. Der Wächter ist auch keine große Sache. Wir da mit dem Gerudo-Schwert draufwemsen, welches auch jetzt zum Bruch geht. Schnappen wir uns die Wächter-Axt, rüsten sie aus und jetzt können wir uns um den Raum hier kümmern. Einmal, hier ist irgendwie so ein Schwalbenbogen drin, den ich nicht gebrauchen kann, weil meine Dings voll ist. Ja, meine Tasche. Da jetzt drehe ich die, ändere ich jetzt die Rotierung, fliege darüber, kletter da hoch. Jetzt ändere ich wieder die Rotierung. Sieh einen Moment. Dann kann ich auf die Plattform drauf fliegen. Und dann muss ich nur noch das Windrad anhalten und kann dann zum Kontrollsiegel fliegen. Eigentlich ziemlich einfach, aber man muss das natürlich erstmal checken. Wenn ich den Raum, wie gesagt, zuerst gemacht hätte, wäre ich da nicht drauf gekommen. Der hätte zwar sonst keinen Sinn gemacht, aber hier war es nicht so einfach wie bei dem anderen Raum mit der Lava. Das war irgendwie offensichtlich. Oh, da komme ich ja gar nicht her, muss ja andersrum drehen. Aber hier ist es nicht so offensichtlich gewesen. Also der Raum, der war, wenn man den das erste gemacht hätte, auf jeden Fall schwieriger. Es ist nicht der schwierigste Raum von den Vieren. Ja, es ist eigentlich kein Raum von den wirklich schwierig. Wenn man es checkt, dann denkt man sich im Nachhinein, oh, das ist doch nicht schwer. Also den Lavaraum hatte ich recht schnell raus. Diesen Windraum
habe ich es zweitlängsten gebraucht. Also das war der zweitschwierigste für mich. Hier ist jetzt nochmal so ein Bodenwächter, den kennt man ja vom Hyrule-Schloss. Auch keine große Sache. Jetzt gehe ich zum Elektroraum. Den hatte ich es zweitschnellste raus. Also am einfachsten war für mich der Lavaraum, dann der Elektroraum, der Flugraum und der Wasserraum war am schwierigsten. Der kommt auch zum Schluss. Also da habe ich echt lange dran gesessen. Weil ich am Anfang einen Fehler gemacht hatte. Ja, was heißt ein Fehler? Also, ich werde es gleich sagen. Also erstmal muss man hier, bevor man in den Elektroraum reinkommt, dieses Metallding in die Wand reinschieben. Damit sich dann die Wand mitdreht. Weil sonst hat man keinen Zugang zu dem Raum. Dann geht man da rein. Und hier sieht man, dass sich alles dreht. Jetzt sieht man dann eine weiße Vorrichtung. Dafür braucht man das Metallstück, was oben an der Decke hängt. Da könnt ihr euch einmal die Truhe hier, wo ich gerade bin, einheimsen. Und dann könnt ihr darüber fliegen, wo ich hinfliege. Was war hier nochmal drin? Ah, genau, so ein komisches Messer. Naja. Dann könnt ihr darüber fliegen, wo ich jetzt hinfliege. Hatte ich ein bisschen Glück gehabt. Und dann könnt ihr euch das Metallding, die Metallstange, die da oben drauf gesteckt ist, einmal unten drauf stecken. Dann müsst ihr das gegenüberliegende Stück nur noch lang ziehen. Und dann dreht sich das von automatisch mit. Also werdet ihr jetzt sehen, was ich meine. Da drauf stülpen, unten. Das war echt scheiße. Die Sicht, die war echt kacke dafür, um das da drauf zu ziehen. Das lang machen, dann dreht sich das mit, der andere Teil. Und dann könnt ihr schon zum Kontrollsiegel gehen, was sich direkt an der Wand befindet. Das heißt, ihr müsst einfach nur an die Wand dann gehen, wenn sich alles dreht. Das ist nicht der einfachste Raum, weil man muss natürlich erstmal kommen, dass oben noch so ein Metallding ist und so. Also der Lavaraum war der einfachste, das ist der zweiteinfachste. Ja, der Windraum. Ja, ist eigentlich schon so geordnet nach der Einfachheit. Die gibt es ja halt am Anfang, diese beiden Räume. Die anderen beiden sind hinten. Okay, also den hätten wir auch. Jetzt fehlt uns nur noch ein Kontrollsiegel. Und das ist das Wasserkontrollsiegel. Das war ehrlich gesagt schwer. Also für mich schwer. Ich habe das erst nicht gecheckt, schon alleine das Reinkommen nicht. Da musste man erstmal drauf kommen. Moment, wenn wir da sind. Erstmal besiegen wir noch einen Wächter, der jetzt hier neu erschienen ist. Das ist ein Flugwächter. Den machen wir jetzt erstmal platt. Habe ich mir ebenso durchgefuchst durch die kleine Lücke. So eben. Ja, der Aufzug ist langsam. Hätte ich rausschneiden sollen. Ich habe schon so viel rausgeschnitten. Bisschen was habe ich wohl übersehen. Ja, den Flugwächter, den machen wir jetzt platt. Die antiken Pfeile sind echt schwächer geworden, ey. Normal. Es war damals, was heißt damals? Es war mal die Rede, mit einem Pfeil ins Auge ist er kaputt. Wenn zwei Pfeile treffen, ist er kaputt. Ich habe hier drei Pfeile getroffen und er hat über die Hälfte Leben noch gehabt. Also die Pfeile sind echt viel, viel schwächer geworden. Ich weiß nicht warum. Ja. Also der hat auf jeden Fall richtig geile Sachen gedroppt, dieser Flugwächter. Einen antiken Reaktorkern und einiges an antiken Achsen, Schrauben und so weiter. Und Zahnräder. Einen antiken Reaktorkern sieht man ja immer gerne. Das ist das beste antike Gegenstand. So, dann gehen wir jetzt einmal nach vorne links und müssen hier die Wand, also diese Knüpsel da einstasisieren. Da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Das, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall, das war echt ein schweres Rätsel für mich. Ich habe es erst gar nicht gecheckt. Ich habe versucht, irgendwas mit dem Magnetmotor zu machen. Habe ich versucht, das Metallding nochmal rauszuziehen auf der anderen Seite. Aber hat auch nicht geklappt. Ja, und dann bin ich schließlich darauf gekommen. Hier ging das bei mir erst nicht, dass ich mit dem Kyro-Modul unter dem Stein-Ding da das reinmachen kann, was ich jetzt hier mache. Das ging bei mir erst nicht. Deswegen habe ich hierfür auch richtig lange gebraucht. Der hat das erst nicht genommen. Und dann hat das hinterher doch genommen. Ich hab mir gedacht, warum, deswegen hat das so lange gedauert. Das war echt ein bisschen anstrengend und nervig. Aber im Endeffekt ist das ein cooles Rätsel. Das war offensichtlich, dass man da irgendwas machen muss. Ich habe da auch oft versucht, gegenzuhauen und so weiter. Aber es ging halt nicht. Aber nur, weil es das erste Mal fehlgeschlagen hat mit diesem Kyro-Modul. Ja, und das fand ich ein bisschen blöd, aber ja gut. Im Endeffekt habe ich es dann nochmal probiert und dann ging es auf einmal. Okay. Naja, Hauptsache es geht. Hier haue ich mir jetzt selbst vor der Fresse. Guckt euch das mal an hier. Das muss man sich einfach mal genießen. Wie ich mir selbst einen hinteren Eumel haue.
Nein, Link, geh da nicht weg. Geh da nicht weg. Das dreht sich nur, das Ding. Du kriegst keinen mit. Bam! Voll an Kopf. Link, hast du eine Gehirnerschütterung? Geht's dir gut? Soll ich dich verarzten? Also hier ist eine Kiste. Also im Wasserraum haben wir die. Im Elektroraum haben wir die. Im Lavaraum haben wir die. Ja, wir haben überall die Kisten Gold. Okay. Ja, dann braucht man schließlich nur noch das Wasser wieder steigen lassen. Das geht mit dem Knopf. Muss man eine Metallkugel rüberschießen, damit sich das Ding wieder zurückdreht. Und dann kann man auch hier zum Kontrollsiegel gehen. Also das war für mich, wie gesagt, der schwierigste Raum. Auch wenn sie alle vier insgesamt nicht so schwer sind. Aber im Endeffekt war das der schwierigste Raum. Und Feuer! Und Wassermarsch! Folgendes hasse ich. Man macht so eine Eissäule. Will da dran springen. Und man schwimmt einfach dagegen. Ja, man schwimmt einfach dagegen. Ich hasse das. Was noch schlimmer ist, man macht eine Eissäule. Schwimmt auf einmal irgendwie da drunter. Man hat sie irgendwie da drunter gebackt. Und dann geht die Eissäule kaputt. Das finde ich noch schlimmer. Ist ein bisschen nervig. Aber na gut. Was will man machen? Und das letzte Siegel geht von der Tür weg. Die Tür wird sich gleich öffnen. Man muss nur noch Metallding drüber stülpen und das Ding zum Drehen bringen. Das geht wie folgt. Ihr springt hier raus. Erstmal aus dem Raum. Und fliegt zur anderen Seite, wo der Eingang zum Wind-Dingsbums war. Dann bleibt ihr hier stehen. Macht das Magnetmodul an. Und stülpt das über den Ausgang. Beziehungsweise am anderen Ende des Eingangs. Also wenn ihr reinkommt, ist es geradeaus am Ende. Und dann öffnet sich das Tor zum Boss. Ja, und ihr habt richtig gesehen, der Boss ist ein Priester. Priester Miss, wie heißt er, Miss Kyoshin? Xosin? Xoshin? Oder so? Irgendwie so. Irgendwie so heißt er. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Da wird er sauer. Nun, im Namen der Göttin Hylia. Oder Hylia? Ne, Hylia, ne? Hyrule? Hylia. Ja, vielleicht Hylia. Hylia, Hylia ist wurscht. Fordere ich dich zu einer letzten Prüfung. Das Lustige ist, ey, der kann jede Technik der Yigas, also der Yiga-Clan, diese Ninja-Freaks, der wird jetzt jede Technik von uns, von denen anwenden gegen uns. Ich hab oft dieses Umziehen und Umrüsten rausgeschnitten, also nicht wundern, wenn ich manchmal anders aussehe, manchmal eine andere Waffe habe und so weiter. Das ist, weil ich es rausgeschnitten habe. Nicht immer, aber meistens. War ziemlich cool, der Kampf. Die einzige unfaire Stelle war, wo er tausendfach war. Aber das werdet ihr gleich sehen. So, lasst uns beginnen. Alles klar. Hier zum Beispiel habe ich mich umgezogen. Hatte ich eben andere Klamotten an. Ja, erstmal macht er diese Technik mit dem Wegwarpen und von oben runter so eine Attacke machen. Ja, die kann man ganz einfach ausweichen. Wenn er sich wegteleportiert, müsst ihr einfach nur rennen. Dann, könnt ihn dann nachher schlagen. Wenn er diesen Sprung macht und den mit dem Bogen schießt, müsst ihr euch einfach auch nur in Bewegung halten. Dann schießt er daneben und dann könnt ihr ihn auch kicken. Hierbei, der nächsten Angriff, wenn er so schnell angreift, wie war der von Revali, der Donnergott, wenn er so schnell angreift, da müsst ihr halt ein bisschen auf das Angriffsschema achten und dann im richtigen Moment ausweichen. Das kommt gleich, das wird er gleich einsetzen. Ups, Miss. Achso, er heißt Miss Kyoshia übrigens. Also stark war er jetzt nicht. Wie gesagt, ich hatte einfach nur eine scheiß Waffe drin, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Aber, naja. Ich mache erstmal immer die schlechten Waffen kaputt, bevor ich die starken Waffen benutze.
Hat man auch ein bisschen mehr vom Kampf. Ich kämpfe gerne bei Zelda. Also ich kämpfe auch allgemein gerne. Das hier meine ich, wenn er so schnell angreift. Da muss man nur das richtige Schema raus haben. Und dann kann man ihm ausweichen und vor die Hörner hauen. Bam, 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 bam. Ja. Einfach ausweichen und gib ihm. Das fand ich jetzt ein bisschen lustig. Ah ne, das noch nicht. An irgendeiner Stelle. Ach, ich glaube, das war gerade schon. Aber ich wollte. Bin ich auch ausgewichen, wollte angreifen, aber da habe ich nicht getroffen. Ich glaube, die Stelle habe ich gerade verpasst, weil ich hier runter gescrollt habe. Kurz. Diese Stelle ist richtig fies. Also, das ist richtig Glücksspiel. Also, ich weiß nicht, wie man den richtigen erkennt. Ich vermute, dass es richtig Glücksspiel ist. Man muss einfach alle wegschlagen, bis man den richtigen findet. Ich hatte, ehrlich gesagt, viel Glück. Hier hatte ich es zum Beispiel schon beim ersten Mal. Ich habe einfach nur gehofft, dass er irgendwann mit der Technik aufhört, weil die mir richtig auf den Sack ging. Also er hat drei verschiedene Phasen. Am ersten halt ist es mit dem Bogen von oben runter und das mit dem schnellen Angriff. Das ist hier die zweite Phase und in der dritten Phase wird er riesig. Ja, eigentlich hat er vier Phasen, weil zwei Phasen hat er, wo er riesig ist. Einmal mit den Metallkugeln, werdet ihr gleich noch sehen. Und einmal mit, wo er dann aufsteht und selber kämpft. Aber diese Phase war am schwierigsten, fand ich. Weil jeder hat angegriffen, hat den richtigen meistens nicht gefunden. Die hatte ich auch richtig Pech, wie ihr seht. Und die hat mich so ein richtiger Metall, Elektrofritze getroffen. Fand ich auch nicht nett. Wollte ich noch ein bisschen was mit den Pfeilen ausrichten, aber... Naja, im Endeffekt. In dem Fall hat es mir geholfen, aber im Endeffekt hat es mir nicht viel geholfen. Was ich empfehlen würde, ist das, was ich gleich mache. Ein bisschen Urbosas Zorn ausnutzen. Habe ich dann irgendwann auch gemerkt. Ich dachte, mit den Elektrofallen kann ich so einen Flächenschaden machen, wie der eben bei mir am Anfang gemacht hat. Aber das dem war leider nicht so. Hier mache ich jetzt Urbosas Zorn-Taktik. Das würde ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Ihr braucht Urbosas Zorn nicht weiter in dem Kampf und hier kann man das perfekt einsetzen. Gerade weil es so viele sind. Ja, hier wurde ich leider Eis. Aber kann man ja nicht abwehren. Kann man ja nicht verhindern. Komplett. Jetzt habe ich nur noch einmal Urbosas Zorn. Aber jetzt hat er wieder zur ersten Phase des Kampfes übergeleitet. Das war gut für mich, fand ich. Hier ist er jetzt wieder in der zweiten Phase. Hier wollte ich Urbosas Zorn ersetzen, aber wurde leider getroffen. Und dann hatte ich richtig Glück, dass ich den richtigen rausgefunden habe. Und er geht zur dritten Phase über. Jetzt wird er riesig. Das löse ich auch richtig cool. Müsste mal aufpassen. Erstmal stelle ich mich natürlich richtig blöd an. Ist übrigens mein First Try gewesen. Deswegen ist nicht unbedingt alles perfekt, weil sonst hätte ich sofort das mit Vamedo und sowas gemacht. Ja, da wollte ich das schon irgendwie mit dem Magnetbull machen, weil das kennt man ja. Von anderen Bossen. Aber ich habe es nicht genau hinbekommen. Weil die Kugeln einfach zu schnell geflogen sind. Hier habe ich mir einen Donnerhelm aufgesetzt. Jetzt im Moment, genau. Weil ich Schiss hatte, dass er jetzt so einen Riesenblitz einsetzt, weil er halt so Elektro-Dings rausgezogen hat. Deswegen habe ich mir mal vorsichtshalber den Donnerhelm aufgesetzt. Hat er wieder das mit dem Metallkugel gemacht und hier konnte ich mir eine greifen und das ist jetzt richtig lustig, das sieht voll lustig aus, wie ich den damit verprügel. Und boing und boing. Oh Mann, ey. Ja, und jetzt ist er runtergegangen und kämpft jetzt so mit uns. Das ist quasi die vierte Phase.
Also aber jetzt drei oder vier Phasen, keine Ahnung. Auf jeden Fall kämpft er jetzt so mit uns. Ist aber nicht so stark. Also da kann zwar so ein Stampfer. Ich weiß nicht, ob er noch mehr kann, weil ja, er kam nicht wirklich dazu. Auf jeden Fall wurde er immer schwächer. Also der Anfang war am stärksten, dann zweite war, also am Anfang war stark, dann war er am stärksten und dann war ja okay und am Ende und das hier war schwach. Also er war am Anfang wirklich am stärksten und dann wurde es immer immer schwächer, wie gesagt. Ja, und jetzt können wir uns den Preis abholen. Für alle, die mein gestriges Video gesehen haben, die wissen schon den Preis. Alle anderen können sich jetzt überraschen lassen. Ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich hätte mir auch noch vom zweiten DLC erhofft, so neue Monster. Auf jeden Fall neue Monster. Also das hätte ich richtig cool gefunden. Aber vielleicht kommt es ja noch. Weil in irgendeinem Heftchen von Zelda stand die ersten zwei DLCs. Also normal sagt man ja, zwei DLCs gibt's. Aber die ersten zwei. Das heißt, es kommen noch welche auf jeden Fall. Das sieht auch richtig geil aus. Also, das muss ich auch mal sagen. Also, was will man dazu sagen? Das sieht einfach richtig geil aus. Da ist der Preis. Yeah. Man muss übrigens gar nicht zu diesem Dingsbums hingehen, zu dem Chica-Sensor. Chica. Ach, Dings da. Wo man es reinsteckt. Das ist jetzt automatisch stehen gegangen. Die wollten bestimmt nicht, dass man da runterspringt oder irgendwie oder irgendeinen anderen Kack macht. Deswegen haben sie gesagt, komm, der geht automatisch stehen. Ja, das war die letzte Prüfung vom Zelda DLC, vom zweiten DLC. Die Ballade der Recken. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die anderen Videos auch zu Zelda. Tja, was sagt ihr zu dem zweiten DLC? Ich bin mal gespannt. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und ja, dann können wir mal darüber diskutieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, schönen Sonntag noch und ciao.